Germany, 12 points. And the winner is Germany. Lena rettet das Deutschlandgefühl. Deutschland kann wieder stolz auf sich sein. Deutschland ist die Nummer 1. Nicht nur im Schuldenbezahlen anderer Länder, sondern Lena gewinnt für Deutschland den Grand Prix. Und zu all dem Glück bestätigte uns eine BBC-Umfrage vor 5 Wochen, dass die Deutschen die beliebtesten sind auf der ganzen Welt. Wenn diese Beliebtheit der Deutschen weiter anhält, sind bestimmt wieder noch ein paar 100 Milliarden Euro zur Rettung Europas fällig. Nicht vorzustellen, wenn wir die Weltmeisterschaft gewinnen. Portugal hatte zwar auch ein grandioses Lied, doch die Kassen sind leer. Und zu all dem Übel des Gewinnens kommt hinzu, dass der diesjährige Gewinner die nächste Liederpause ausrichten und bezahlen muss.